Sonnenaufgang über der türkischen Riviera. Frühaufsteher können vom Gipfel des Tahtali solche Blicke genießen. Das Amphitheater von Aspendos beweist, die türkische Südküste ist viel mehr als ein sonnenverwöhntes Badeziel. Die Düdenwasserfälle bei Antalya sorgen an heißen Sommertagen für angenehme Abkühlung. Bestens erhaltene antike Stätten wie Termessos finden sich entlang der gesamten türkischen Küste. Das über 3000 Meter hohe Taurusgebirge mit dem Manavgat-Stausee kann auf Tagesausflügen erkundet werden. Von April bis November lockt das Mittelmeer mit badetauglichen Temperaturen. In den Sommermonaten werden die Küstengewässer über 25 Grad warm. Neben den langen und breiten Stränden rund um Alanya, Side, Antalya und Kemer bietet die türkische Riviera auch viele idyllische und versteckte Buchten und Lagunen mit kristallklarem Wasser. Flyboard, so heißt das Gerät, mit dem Sie übers Wasser gehen oder fliegen können. Mit den traditionellen Gulets werden in vielen Orten Ausflüge entlang der Küste angeboten. Antalya liegt direkt am Mittelmeer und hat sich auch dank des boomenden Tourismus zu einer Millionenstadt entwickelt. Das Hadrianstor bildet den imposanten Eingang zur verwinkelten Altstadt. Die Partnerstadt Nürnberg hat Antalya diese nostalgische Straßenbahn geliefert. Die Region rund um Fethiye wird der Gemüsegarten des Mittleren Ostens genannt. Entsprechend frisch sortiert zeigt sich der örtliche Wochenmarkt. Das erstaunlich gut erhaltene römische Amphitheater von Side gehört zu den attraktivsten und meistbesuchten Ausgrabungsstätten am Mittelmeer. Sicher auch, weil es in unmittelbarer Nähe zur Altstadt von Side liegt. Die Ruinen des Apollo-Tempels stehen direkt am Meer. Erbaut wurde er im 2. Jahrhundert nach Christus. Geweiht war er dem Gott des Lichts. Ein perfekter Ort für den Abschluss eines Urlaubstages am Mittelmeer.